Hallo und herzlich willkommen bei Indras Basteloase. Heute habe ich wieder eine kleine Verpackungsidee für euch. Und zwar hier so eine Aufklappbox mit so einem diagonalen Rand hier. Und zwar habe ich hier so eine Banderole rumgemacht, die man erstmal so wegschieben muss. Dann ist die Box hier mit einem Magneten verschlossen. Und wenn man sie öffnet, dann gehen diese seitlichen die Seitenteile eben so diagonal auf und man hat hier eine so eine komplette Box und drin habe ich so einen kleinen Marmorkuchen, der passt hier perfekt rein und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe hier gearbeitet mit der Produktreihe Kraft der Natur oder Poesie der Natur. Und zwar besteht es einmal aus diesem Designerpapier, Poesie der Natur. So diese ganz vielen verschiedenen Designs. Ich habe jetzt hier in dem Fall mit diesem gearbeitet und möchte jetzt bei meiner nächsten Box mit diesem hier arbeiten. Und dann gibt es eben noch diese ganzen anderen Designs hier drin. Und dann brauchen wir dazu das Stempelset. Kraft der Natur. Das ist so ein zweiteiliges Set mit vielen schönen Bäumen drin. Eben diese Blätter, die ich jetzt benutzt habe. Dann einmal hier diese Baumscheibe und hier noch andere Blätter und eben auch ein paar Sprüche. Ich habe dann den Spruch verwendet, du bist unvergleichlich. Und passend dazu gibt es dann eben auch die Framelits-Formen. Die heißen starke Wurzeln, wo man eben die ganzen Bäume ausstanzen kann, die Blätter. Dann gibt es hier noch drei so Prägeteile dabei, die prägen also nur diese drei. Und ja, hier eben noch die Zweige und anderen Blätter zum Ausstanzen. So, für die Box brauchen wir ein Stückchen Farbkarton in den Maßen 21 x 22 cm. Ich nehme jetzt in dem Fall Terracotta, weil das jetzt eben zu dem Designerpapier passt, das ich jetzt diesmal verwende. Und dann brauchen wir unseren Papierschneider und falzen uns das an der kurzen Seite. Da müssen wir jetzt genau aufpassen, dass wir die kurze Seite nehmen, also die 21 cm. Und falzen das rechts und links bei 5 cm. Legen wir es hier bei 5 cm an. Falz es auf beiden Seiten. Und dann die lange Seite auch bei 5. Bei 10. Bei 15. Und bei 20. So. Dann legen wir es jetzt so vor uns hin, dass die schmale Seite hier unten ist, also das sind so, ist so eine 2 cm Lasche. Und jetzt schneide ich es hier ein. Einmal an dieser ersten Falzlinie schneide ich es jetzt hoch bis zur zweiten Querfalz. So. Das hier gibt dann unsere Klebelasche und deswegen kürze ich die auf ca. 1 cm ab und schräg sie dann rechts und links noch ein bisschen ab. Das Ganze auf der Seite, also wieder runter schneiden am Rand der Falzlinie bis zur zweiten Querfalz. Dann auch hier die Klebelasche kürzen auf etwa 1 cm. Und rechts und links die Klebelasche abschrägen. So, und auf der anderen Seite schneiden wir jetzt runter bis zur ersten Querfalz. Und schneiden auch hier oder kürzen auch hier die Klebelasche wieder auf etwa 1 cm und schrägen sie auch hier wieder rechts und links ab. Genauso hier drüben.
So, so sollte das bis jetzt schon mal aussehen. Jetzt tun wir uns hier die Ecken abrunden. Und zwar gibt es ja da diese neue Dreifachstanze im neuen Jahreskatalog. Und da ist eben auf der einen Seite dieser Eckenabrunder. Und dann müssen wir jetzt noch von Hand hier zwei Falzlinien nachziehen. Und zwar nehme ich da als Unterlage immer die Silikonmatte. Dann kann man besser die Falzlinien ziehen. Und dann nehme ich hier mein Dotting-Tool. Wer das nicht hat, kann auch mit dem Falzbein hier arbeiten. Und zwar muss ich jetzt hier von diesen zwei Seitenquadraten einmal hier vom Mittelpunkt diagonal zum äußeren Punkt, wo sich eben die Falzlinie hier mit dem Rand schneidet. Also einmal diagonal nach oben und genauso von auf der anderen Seite, also hier vom Mittelpunkt diagonal nach oben zum Außenpunkt von diesem Quadrat. Das sollte man jetzt möglichst genau arbeiten, damit nachher dieser Seitenverschluss hier eben sehr exakt ist, sonst passt es eben einfach nicht so schön zusammen. Also auch auf der gegenüberliegenden Seite jetzt wieder hier vom Mittelpunkt nach links oben zum Rand. Und genauso vom Mittelpunkt nach rechts oben. So. Dann können wir uns die ganzen Falzlinien einmal nachziehen. Und bei den Diagonalen, da knicken wir jetzt dieses innere Dreieck so nach innen, sodass die Diagonalen jetzt hier so nach außen rauskommen. Und dann ziehe ich die nochmal ordentlich nach. Das gleiche auf der anderen Seite. Also ich knicke mir das, was ich jetzt hier so nach außen gefaltet habe, knicke ich mir jetzt nach innen an diesen Diagonalen hier. Schau, dass die schön übereinander liegen und ziehe sie dann nochmal ordentlich nach. So. Damit ist die Box an sich auch schon soweit fertig. So wird die nachher verschlossen. Bevor wir es jetzt allerdings zusammenkleben, verzieren wir sie noch mit dem Designerpapier. Und zwar habe ich jetzt da aus dem Designerpapier Poesie der Natur mir dieses rausgesucht. Und da brauchen wir einen Streifen von 10,7 cm Breite. Und da müssen wir uns jetzt die einzelnen Streifen, die wir brauchen, abschneiden. Und zwar brauche ich als erstes für diese Lasche hier einen Streifen von 1,7 cm. Das lege ich mir hier rechts an, bei der 1,7. Und jetzt lege ich mir die so hin, dass ich die Reihenfolge beibehalte. Also das, dass ich hier das Muster quasi fortlaufend hier wieder hinlege. Also das waren die 1,7 und dann brauche ich jetzt noch vier Stückchen mit 4,7 cm. Jetzt habe ich das Muster hier fortlaufend liegen, so klebe ich es nachher auf. Und dann brauchen wir noch zwei Quadrate, 4,7 mal 4,7. Die Quadrate, die muss ich mir noch einmal diagonal durchschneiden. Das mache ich mit der Schneidematte.
Man kann es auch mit dem Papierschneider machen, aber ich finde es mit der Schneidematte kriegt man das einfach genauer hin. Und zwar einmal hier diagonal durchschneiden. So. Das ist jetzt unser Designerpapier, mit dem wir die ganze Schachtel bekleben. Und da ich es immer schöner finde, wenn die Ränder geinkt sind, werde ich jetzt an allen diesen Stücken komplett die Ränder inken. Bloß bei dem hier, fällt mir gerade noch ein, muss ich vorher die Ecken auch noch abrunden. Also da muss ich jetzt darauf achten, dass ich eben die richtigen Ecken abrund. Ich möchte es ja so fortlaufend aufs Papier kleben. Das heißt, ich muss diese zwei Ecken hier, die äußeren, jetzt abrunden. Das mache ich auch wieder hier mit diesem neuen, der neuen Dreifachstanze. Einmal diese zwei Ecken abrunden. Und außerdem möchte ich einmal noch hier dieses Muster ausstanzen. Das ist, muss ich sie an der Stelle einschieben bei der Stanze. Immer darauf achten, dass man schön im Eck ist. So, und jetzt kann ich, wie gesagt, komplett bei allen diesen Teilen die Ränder inken. Das mache ich in Terrakotta, passend zum Designerpapier. So, wenn wir dann alle Ränder geinkt haben von dem Designerpapier, dann müssen wir vorher noch den Magnetverschluss anbringen, bevor wir das Designerpapier hier aufkleben. Dazu falte ich mir die Box nochmal so zusammen, wie sie nachher gehört. Und werde jetzt den ersten Magneten hier anbringen. Also hier, schau, dass das halt unter der Klappe ist. Und lass den zweiten jetzt hier dann aufdotzen. Wenn ich es dann richtig aufeinander liegen habe. Dazu mache ich schon mal die Klebefolie ab. Schau, dass ich jetzt genau hier bündig bin am Rand. Dass alles genau so ist, wie es nachher hingehört. Und lass den jetzt hier so hindotzen. Und dann kann ich sie jetzt unterm Designerpapier verstecken. So, jetzt klebe ich die Reihe nach hier auf. So, und bei den diagonalen Stücken muss ich jetzt eben darauf achten, dass ich es nicht hier an diese zwei inneren mache, weil das klappt ja so ein, das sieht man nachher nicht, sondern hier an diese zwei äußeren Dreieckchen. So, und wenn wir das dann soweit beklebt haben, dann müssen wir jetzt nur noch an diesen vier Klebelaschen die Box zusammenkleben. Und zwar einfach hier immer an dem jeweiligen Seitenteil einmal so festkleben. Und dann ist die Box auch schon fertig.
So, wenn wir sie zusammengeklebt haben, dann kann man es jetzt so zusammenfalten und hier mit dem Magnetverschluss verschließen. Und damit ist die Box an sich auch schon fertig. Ich finde, das ist mal eine ganz andere Art von Box. Gerade mit diesem diagonalen Seitenteil hier finde ich das richtig schlau. Und wenn man es öffnet, hat man es eben wie so eine richtige große, viereckige Box. Also es eignet sich dann auch für Kleinigkeiten, die man dann, wenn man es aufmacht, die dann quasi durch die ganze Box fliegen können. Ich habe jetzt, wie gesagt, so einen Kuchen reingemacht. Hier habe ich jetzt so einen Schokokuchen. Der passt genau rein. Also für diese Art von Kuchen habe ich die Box konzipiert. Und da muss man jetzt halt achten, dass wenn man das jetzt so einklappt, dann drückt das quasi den Kuchen so ein bisschen noch hier rein, sodass der jetzt auch gar nicht rumwackelt und hier eben optimal reinpasst. Jetzt machen wir noch die Banderole drumherum. Und zwar brauchen wir da ein Stückchen Designerpapier. Ich habe da einfach von dem gleichen Papier nochmal einen Streifen abgeschnitten von 4 cm Breite und 23 cm Länge. Und aus dem Reststück habe ich dann nochmal ein Stückchen ausgeschnitten, 3,6 x 7,2. So, dann nehmen wir jeweils dann die Rückseite vom Designerpapier. Und ich habe hier schon einmal komplett die ganzen Ränder geinkt, dass das auch hier schön am Rand Farbe hat. Und es wird jetzt gefalzt bei 3 cm. Bei 8,1, 13,2 und bei 18,3. So. Kann ich mir einmal hier Falz nachziehen. Und kann es mir hier schon mal um die Box legen. So, klebt mir das jetzt mit hier oben zu, weil da kommt dann noch die Verzierung drauf und dann sieht man das Geklebte hier oben nicht. Ich mache es jetzt mit Flüssigkleber. Klebe es einmal fest und ziehe es dann aber noch mal raus, dass ich dann auch wirklich in dem Abstand aufklebe, dass ich es noch schön rausziehen kann über die Box. So, also so lässt sich es gut noch verschieben. Dann geht es an die Deko. Da habe ich mir dann noch mal aus dem Rest Farbkarton, also wenn man vorhin die Box aus einem A4-Blatt ausgeschnitten hat, dann hat immer noch einen Streifen übrig von 7,4 cm Breite. Die nehmen wir gerade und schneiden uns ein 4 cm Stück ab. Also ich habe jetzt hier 4 x 7,6 cm. Das gibt hier oben meine Grundplatte quasi hier für die Deko. Da sieht man nicht mehr viel davon, aber so zwischendurch schaut es eben raus. Deswegen wollte ich es auch hier nochmal mit Designerpapier verzieren. Das war ja unser Stückchen, wo ich gerade schon gesagt hatte, 3,6 x 7,2. Das klebe ich jetzt einmal hier auf. Auch hier hatte ich am Designerpapier schon die Ränder geinkt. Das wird dann später hier mit Dimensional so aufgeklebt. Dann brauchen wir noch den Spruch, du bist unvergleichlich. Der ist ja wie gesagt aus dem Stempelset. Den stempel ich mir jetzt einmal in Terrakotta auf ein Stückchen Flüsterweiß. Und schneide mir den jetzt einfach von Hand so ein bisschen hier so ungleichmäßig aus.
Und für die Deko habe ich diese Blätter genommen aus dem Stempelset. Da gibt es einmal dieses große und einmal das kleine. Und auch die habe ich mir einfach einmal in Terrakotta und dann einmal hier in diesem Minzmakroni, wo noch hier in dem Designerpapier vorkommt, stempel ich mir die einfach auf und stanze sie dann, das ist jetzt zu schmal dazu, und stanze sie dann mit den jeweiligen Stanzformen aus. Die sind ja hier bei den Framelits starke Wurzeln dabei. Das ist hier das kleine Blatt und hier einmal das große. Ich habe das schon vorbereitet, damit es nicht so lange dauert, und habe mir die eben, wie gesagt, die großen jeweils einmal in Terrakotta und Minzmakrone und die kleinen jetzt viermal jeweils. Muss ich mal schauen, wie viel ich da brauche. Und so klebt man das jetzt hier auf. Ich habe hier noch ein Stückchen Juteband drunter gemacht. Das wurde vom alten Katalog übernommen. Juteband, Breite 1,6 cm. Da mache ich mir jetzt einfach hier so ein Stückchen ab und schneide es rechts und links diagonal ab. Dass es da einfach ein bisschen übersteht. Das befestige ich mir mit Fast Fuse, und zwar so ein bisschen nach unten versetzt. Damit ich den Spruch jetzt so ein bisschen nach oben versetzt aufkleben kann. Das mache ich gerade mit drei so Mini-Dimensionals. Und jetzt drapiere ich mir einfach die Blätter hier so noch so drumrum, wie sie mir eben gefallen. Da lasse ich jetzt für euch den Schnelldurchlauf laufen, damit es nicht so lange dauert. Ich denke, so reicht es schon. Dann mache ich noch von diesen Metallaccessoires Blattschmuck zwei drauf. Und so. Und ein kupferfarbenes hier oben hin. Und dann finde ich, sieht es doch ganz gut aus. Das mache ich auch gerade mit so Glue Dots. Die Accessoires gehören auch zu der Produktreihe Poesie der Natur. Ihr findet die ganze Produktreihe im neuen Katalog auf den Seiten 143, 144, da sind alle von diesen Produkten, die ich jetzt gerade hier verwende, abgebildet. So, und das Ganze mache ich mir jetzt noch mit großen Dimensionals hier auf den Deckel. Damit ist unsere Box fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!
noch mal kurz. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn du die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtest, dann kannst du das gerne über mich tun. Hier auf meiner Homepage findest du nochmal alle Infos darüber. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.